In einer Ölraffinerie ist die Destillation ein besonders wichtiges Verfahren. Mit ihr beginnt die Trennung des Rohöls in brauchbare Produkte. Das Verfahren beruht auf einer Trennung durch Sieden. Wenn Wasser erwärmt wird, erreicht seine Temperatur bald 100 Grad Celsius und steigt nicht weiter. Diese Temperatur ist der Siedepunkt. Darüber hinaus lässt sich Wasser nicht weiter erwärmen, weil nunmehr alle Wärme verbraucht wird, um Wasser in Dampf zu verwandeln. Die Flüssigkeit verdampft. Sobald man den Dampf unter seinen Siedepunkt abkühlt, wird er wieder zu Wasser. Er kondensiert. Unter normalem atmosphärischem Druck liegt der Siedepunkt des Wassers bei 100 Grad Celsius. Aber jede Flüssigkeit hat ihren eigenen Siedepunkt. Im Allgemeinen wird der Siedepunkt einer Flüssigkeit durch die Größe und Form der Moleküle bestimmt, aus denen sie besteht. Die klare Flüssigkeit besteht aus kleinen Molekülen und kocht bereits bei 78,5 Grad Celsius. Die dunkle Flüssigkeit jedoch besteht aus größeren Molekülen und siedet daher bei höherer Temperatur, 184 Grad Celsius. Wegen der Differenz im Siedepunkt können wir die gemischten Flüssigkeiten wieder voneinander trennen. Hier ein Beispiel. Wir erhitzen die Mischung in einem Rohr, sodass beide Flüssigkeiten verdampfen und schicken das Gemisch der Dämpfe in eine Kolonne zum Abkühlen. Unten auf dem Boden der Kolonne kühlen sich die Dämpfe der dunklen Flüssigkeit unter ihren Siedepunkt ab. Sie kondensiert deshalb und kann abgezogen werden. Aber für den Dampf der klaren Flüssigkeit ist es noch viel zu heiß, als dass sie schon flüssig werden könnte. Der Dampf steigt daher in der Kolonne nach oben, bis er genügend abgekühlt ist, um nun ebenfalls zu kondensieren. Am Kopf der Kolonne sammeln wir laufend die helle Flüssigkeit an und am Boden die dunkle. In der hellen Flüssigkeit wird immer ein kleiner Teil der dunklen enthalten sein und umgekehrt. Aber diese Anteile sind nur gering, weil ihre Siedepunkte weit auseinander liegen. Rohöl nun ist eine Mischung einer großen Zahl verschiedener Verbindungen, die man Kohlenwasserstoffe nennt. Von ihnen gibt es viele Tausende. Und ihre Siedepunkte liegen so dicht beieinander, dass wir sie unmöglich alle einzeln voneinander trennen können. Glücklicherweise brauchen wir das aber auch gar nicht. Wir betrachten das Rohöl nicht als eine Mischung einzelner Kohlenwasserstoffe, sondern wir fassen sie zu Gruppen zusammen, jede mit einem bestimmten Siedebereich. In der Raffinerie heißen diese Gruppen Schnitte oder Fraktionen und sie liefern uns die gewünschten Produkte. Die Kopffraktion bringt uns das Benzin. Die nächste Kerosin oder Petroleum. Die nächste Dieselkraftstoff. Der Rest ist entweder Heizöl oder wird in zwei weitere Fraktionen aufgeteilt. Aus der einen entstehen zwei Produkte, nämlich Paraffin und Schmieröl. Die andere liefert uns das Bitumen. Um nun zu verstehen, was wir mit Fraktionen meinen, betrachten wir Rohöl wie ein Paket Spielkarten. Alles gut gemischt. Die Benzinfraktion stellen wir uns als die Vieren vor. Die Kerosinfraktion sind die Sechsen. Der Dieselkraftstoff alle Achten.
und die Fraktionen der höchsten Siedebereiche, das sind die Damen und Könige. In der Raffinerie geschieht das Aufteilen des Rohöls in Fraktionen, in Fraktionierkolonnen. Und um die Fraktionen richtig voneinander trennen zu können, muss man in zwei Stufen vorgehen. Eine ist die atmosphärische Destillation, die andere die Vakuumdestillation. Zuerst die atmosphärische Destillation. Durch diese Rohre wird Rohöl laufend in die Kolonne gepumpt. Zuerst muss es natürlich erwärmt werden. Aber gerade nur so hoch, dass zunächst nur ein Teil des Rohöls in Dampf verwandelt wird. Beim Eintritt in die Kolonne besteht das Rohöl also aus einem Gemisch von Dampf und Flüssigkeit. Doch innerhalb der Kolonne trennen sich Dampf und Flüssigkeit sofort. Die Flüssigkeit sinkt auf den Boden. Das sind die Damen und die Könige. Später mehr über sie. Inzwischen steigen die Dämpfe, die Vieren, die Sechsen und die Achten, nach oben und kühlen sich ab. Fällt ihre Temperatur unter den Siedebereich ihrer schwersten Fraktion, so kondensiert diese Fraktion auf einem Bodenblech und wird abgezogen. Die verbleibenden Dämpfe sprudeln durch diese Flüssigkeit hindurch und kühlen sich weiter ab, unter den Siedebereich der nächsten Fraktion, und diese kondensiert auf dem nächsten Bodenblech und wird ebenfalls abgezogen. Der übrig bleibende Dampf tritt aus dem Kopf der Kolonne aus und wird außerhalb kondensiert. Nun wollen wir uns im Einzelnen ansehen, wie man die Fraktionen voneinander trennt. Es geht auf verschiedene Weise. Das am häufigsten verwendete Element ist der Glockenboden. Jedes Bodenblech innerhalb der Kolonne enthält Rohrstummel, die von Glocken überdeckt sind. Diese Glocken zwingen die heißen Dämpfe, mit der Flüssigkeit im Boden in enge Berührung zu kommen. Sind Dampf und Flüssigkeit von der gleichen Fraktion, wird der Dampf in der kühleren Flüssigkeit kondensieren. Erinnern wir uns der Spielkarten. Besteht der Dampf in diesen Blasen aus Achten, so wird er kondensiert, wenn die Flüssigkeit ebenfalls aus Achten besteht. Gehört der Dampf zu einer leichteren Fraktion, wird diese Flüssigkeit für eine Kondensation noch zu heiß sein. Der Dampf wird also durch die Flüssigkeit hindurch sprudeln und den nächsten Boden noch als Dampf erreichen. Besteht die Flüssigkeit aus Achten, so wären diese Blasen die Sechsen und die Vieren. Tatsächlich sind die Dämpfe so innig miteinander vermischt, dass sie sich nicht vollständig voneinander trennen. Etwas Dampf, der in diesen Boden gehörte, wird dennoch durch die leichteren Dämpfe in den oberen Boden transportiert. Dort kondensiert er, aber nun gewissermaßen auf dem falschen Boden. Damit er dahin kommt, wo er hingehört, läuft ständig ein Flüssigkeitsstrom auf den unteren Boden. Dieser Boden ist aber wärmer. Die Sechsen, die nach unten geraten sind, verdampfen wieder und kehren an die richtige Stelle zurück. Aber für die Achten ist es gerade die passende Temperatur und nun liegen sie richtig. Diese ständige Mischen und Trennen verläuft kontinuierlich, während sich Fraktionen auf den Böden ansammeln. Flüssigkeiten laufen nach unten, Dämpfe steigen nach oben bis zum Kopf. Am Kopf der Kolonne ist es am kühlsten und nur die leichteste Fraktion bleibt übrig, die Vieren. Dieser Dampf wird außerhalb der Kolonne kondensiert, aber er enthält immer noch einige Sechsen und so kehrt auch hier dauernd eine bestimmte Flüssigkeitsmenge auf diesen Boden zurück.
Die sechsten bleiben auf dem Boden liegen und die leichteren vieren werden wieder verdampft. Bisher haben wir nur das Geschehen auf zwei Böden gezeigt, wobei jeder Boden nur eine Fraktion abtrennt. In Wirklichkeit braucht man mehrere Böden, um jede Fraktion sauber von der anderen zu trennen. Eine Kolonne für die atmosphärische Destillation kann bis zu 30 und 40 Böden enthalten. Die Kopffraktion besteht nur aus Benzin. Die nächstniedrigere aus Petroleum oder Kerosin. Die nächste aus Dieselkraftstoff. Diese Produkte erhielten wir also aus dem Dampf, der in die Kolonne eintrat. Die Flüssigkeit, die in die Kolonne gepumpt wurde, hat sich unten als Bodenprodukt angesammelt. Daraus kann man nun verschiedene Sorten Heizöl gewinnen, um die Zentralheizung eines Hauses zu versorgen oder die Kessel eines Ozeandampfers zu feuern. Aber das Bodenprodukt enthält auch noch weitere Mineralölerzeugnisse. Sie werden in der Vakuumdestillation getrennt. Die dabei gewonnenen Fraktionen haben höhere Siedebereiche. Bei Normaldruck müssten die Temperaturen so hoch sein, dass die Moleküle der gewünschten Fraktionen zerbrechen oder krecken würden. Damit das nicht geschieht, braucht man eine niedrigere Siedetemperatur. Aber wie erreicht man sie? Erwärmt man eine Flüssigkeit, so steigt der Dampfdruck. Dieser Druck wirkt gegen den Druck der Atmosphäre. Ist der Dampfdruck groß genug, um den atmosphärischen Druck zu überwinden, siedet die Flüssigkeit. Nun verringern wir den atmosphärischen Druck über der Flüssigkeit, indem wir die Luft abpumpen und in der Flasche ein Teilvakuum erzeugen. Der Dampfdruck hat jetzt weniger Widerstand zu überwinden und die Flüssigkeit siedet bei niedrigerer Temperatur. Dieses Wasser kocht bei der Temperatur der umgebenden Luft. Verringern wir den Druck in einer Destillationskolonne, sieden auch die schweren Fraktionen ohne Schaden bei niedrigerer Temperatur. Das haben wir eben gerade gesehen. Aus der Vakuumdestillation erhalten wir nun weitere Produkte. Die leichteste Fraktion gelangt in den katalytischen Cracker, wo sie verwandelt wird. In Gase, in noch mehr Benzin, in noch mehr Dieselkraftstoff. Die nächste Fraktion liefert zwei Produkte, Paraffin und Schmieröl. Die schwerste Fraktion bleibt flüssig und wird abgezogen, um daraus noch mehr Heizöl sowie Bitumen zu gewinnen. Destillation ist ein Hauptprozess in jeder Raffinerie. Sie ist der erste Schritt, um Rohöl in zahlreiche hochwertige Produkte zu verwandeln. Und das Verfahren ist nur möglich geworden durch zwei einfache Grundgesetze. Verschiedene Flüssigkeiten sieden bei verschiedenen Temperaturen. Und diese Temperaturen kann man verändern, wenn man den Druck über der Flüssigkeit verändert.